Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 104. Let's Play auf Leeches. Wir spielen D4, D5. Okay, und jetzt kann ich hier wahrscheinlich auf eine ruhige Partie mich gefasst machen. Wir spielen mit Tamobo, B6 und Läufer nach B7. Okay. Ja, den nehme ich raus. Die Stellung hat man schon gefühlte 100.000 Mal. Naja. Da ist doch nicht viel los. Okay, er denkt nach. Er nimmt, dann nehme ich mit dem Springer. Meistens nehmen sie dann hier auch nochmal, wenn sie einmal nehmen. Aber vielleicht macht das ja auch anders, wer weiß. Ich trinke hier mal was. Ja, irgendwie keine Länder irgendwie in letzter Zeit. Irgendwie wurden keine Länder da angezeigt. Okay, so, was machen wir denn jetzt? Das sieht alles so ein bisschen zerrüttet aus bei ihm. Machen wir doch mal den. Nein, vielleicht kann er irgendwie sowas machen, das vielleicht, ja. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß nicht. Weil hier hängt halt auch ein bisschen was. Vielleicht droht auch sowas und sowas. Also, Möglichkeiten. Vielleicht hätte ich auch erst warten sollen, bis er seinen Läufer auf B2 hat. Wobei, eigentlich auf C1 steht er auch nicht so gut. Was macht denn der Läufer auf C1 eigentlich? Ja, klar, er hat auch die Wahl, jetzt sowas zu machen, aber dann wird er eben das Läuferpaar hergeben und dann so ein bisschen einen komischen Isolani-Bauern bekommen. Ach so, macht er den. Aha. Jetzt kann ich aber den machen. Hängt der und als nächstes will ich irgendein. Ha, wie komme ich hier rüber? Ha, vielleicht hätte ich auch erst noch einmal warten müssen oder sollen und dann vielleicht sowas spielen. Ich habe jedenfalls Druck. Ich habe absolut den Druck in dieser Stellung. Er muss aufpassen. Oh, oder vielleicht muss ich mehr aufpassen. Dass meine Dame da eingesperrt wird, aber ich habe doch. Kann ich nicht den machen? Und. Also notfalls kann ich auch den ziehen. Oder ich ziehe vielleicht sogar den. Gehe einfach nochmal hier auf den Punkt los. Oder kann er die Dame dazwischen spielen? Ist vielleicht nicht so schlimm für ihn. Also erstmal da. Ich krieg einen Springer. Er kriegt die Dame. Ich krieg den. Ich bin da immer so schlecht, in so simplen Dingen zu berechnen. Bin ich so schlecht zum Teil. Ich bin in strategischen Sachen sehr stark, aber so taktischen Dings, wo es einfach nur darum geht, simpel zu zählen, ob das geht, da vertue ich mich manchmal, weil mir einfach die Vielzahl der Figuren verwirrt auf dem Brett. So, jetzt mal gucken. Aber wenn ich jetzt, also nochmal. Ich nehme da, krieg einen Springer. Dame. Genau, jetzt hängt sein Läufer doch noch weiterhin. Ja, das ist doch schlecht. Hä? Habe ich mich jetzt verzählt? Weil ich kann ja dann da nehmen. Also weiternehmen. Das ist ja das Problem. Oder wie macht er denn jetzt das jetzt? Weil wenn er mit der Dame nimmt, dann nehme ich natürlich den Läufer mit. Ach so, mit dem Bauern nimmt er den. Was? Kann auch nicht gut sein. Wenn ich jetzt... Oh, vielleicht soll ich den machen. Den. Er schlägt da. Ich schlag da mit Schach. Komm, das probier mal. Hat er das auch so weit gerechnet wie ich? Also, na, hier ist mit Abzug auch. Mit Abzug.
Also eine Bauerneinheit habe ich auf jeden Fall mehr. Jetzt kann ich sogar den machen und mir nochmal was holen. Schach. Kann ich mir den auch noch holen. Und dann ist das gewonnen für mich. Ja, das ging ratzfatz. Das ging ratzfatz. Also, so ärgerlich, wie ich die letzte Partie verloren habe, so gewinne ich die jetzt hier aber verdient. Ja. Oder hat er da noch was? Ich glaube nicht. Klar, ich muss so ein bisschen aufpassen, dass nicht hier sowas, aber es geht eigentlich nicht, weil mein Läufer ist ja auch noch da. Und wenn er den angreift, dann vielleicht nehme ich da einfach und sage einfach, ja, nimm du meinen, ich nehme deinen. Ich hab 3 Bauerneinheiten mehr. Und wenn er das macht, dann gehen wir mal auf den los. Ja, ist ja gut. Dahin. Er hat auch nur noch wenig Zeit. Dahin. Vielleicht mache ich tatsächlich den noch, wenn ich hier in die sozusagen die Fesselung in Anführungszeichen reinlaufe, aber ist ja nicht schlimm. Mein Turm ist ja gedeckt. Gut. Und dann tauschen wir hier ganz friedlich ab und dann gewinne ich ganz friedlich. Ja, oder er geht von der Diagonale runter, ich bleibe drauf und dann kommt mein Turm irgendwann hier. Und dann ist Ende Gelände. Droht der. Ich hatte gehofft, er zieht dahin, dann kann ich den Abtauscher zwingen. Naja, man kann halt nicht alles haben. Turmverdopplung. Ja, das dachte ich mir schon, aber da ist nichts los. Da ist doch nichts los. Ich kann auch den auch irgendwann machen. Ja, ich weiß schon. Er will angreifen. Ich will auch viel. Aber den. Ah. Das war vielleicht nicht so gut. Nicht, dass wir hier noch in irgendeinen Matt oder sowas Verrücktes reinlaufen, aber ich glaube nicht. Muss einfach nur richtig schlagen, dann ist der Läufer auch noch angegriffen und dann war es das hier. Ja, und jetzt ist hier sowieso der Angriff dann verpufft. Und ich kann hier ganz entspannt das zu Ende spielen, hoffe ich mal. Vielleicht das mal so. Schlage ich mal. Gehen wir nach vorne, dann ist der verstopft, der Läufer, und dann droht auch vielleicht sowas. Hat er nicht gesehen. Dann ist es ganz schnell zu Ende. Schach. Okay, also, das war die Partie. Ja. Irgendwo hier hat er vielleicht sich noch rausfinden können. Irgendwo hier, aber dann, ich denke, der Turmzug war auch nicht so gut. Und der Läuferzug, der war einfach falsch. Ich denke, dann ist es halt, danach ist es einfach gewonnen für mich. Ja, okay, also so viel für die heutige Partie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr euch auch im Schach verbessern wollt, dann wie immer schaut euch meine Playlist Schachlern an. Die ist in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und wenn ihr mehr Schachvideos sehen wollt, dann wie immer abonniert den Kanal. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, ciao.